mal wieder meinen Spruch. Also, wann geht's los? Jetzt. Hallo meine Lieben, heute seid ihr wieder bei Licky 43. Heute sind wir bei Imbiss Elias und wir testen heute ein Gyros, mal was anderes. Genau, und wir haben schon bestellt und gehen mal nach vorne. Ja, aber ich muss weitest wegbleiben, ja. Hallo Elias, wir haben Hallo. Uns jetzt schon vorgestellt. Super, jetzt wird unser Gyros zubereitet. Erstmal auf den Grill. Bitte auf den Grill machen, ne? Fleisch ist schon runtergeschnitten. Ja. Elias, seit wann bist du hier? Ein Jahr. Und ja, Elias, das Fleisch tust du selber stecken? Nein. Das wird fertig geliefert, wird nach eigenem Griechenland. Und wird nach deiner Rezeptur gewürzt, natürlich. Ja. Genau. Die Butter ist hier handgemacht. Es ist nicht die Maschine, es ist handgemacht. Ohne Frischfutter. Okay. Und keine Datum. Das hat sich selber gemacht. Aus Griechenland Joghurt, eine von der besten Firma. Tomate ist aus Griechenland, aus Kreta. Oh. Ja, es ist immer frisch. Und Zwiebeln auch aus Griechenland. Die meiste Sache ist aus Griechenland. Nur die deutsche Produkte, also Würstchen, Hörwurst oder Rotwurst von Metzgerei Ambrusta. Okay. Und meine Brötchen ist es von Klemann Bäckerei. Ja, Bäckerei. Ah, das ist ja hier auch in Bietigheim. Auch eine ich nehme jeden Tag, morgen frisch, also nur immer zum Abholen, mit Qualität hier. Also es ist also sozusagen alles aus Griechenland und ist gute Ware sozusagen, wie ich raushöre. Das werde ich ja dann. Eine gute beste Firma aus Griechenland. Das werde ich jetzt auf jeden Fall herausschmecken. Ich denke, das wird auf jeden Fall gut schmecken. Das ist Geschmackssache. Ja, der ist gut. Ah, und mein Kollege hat das gesagt, komm mal hier Gyros essen. Also hier, mein Patrick Swayze hat gesagt, komm mal hier Gyros essen, schon 2-3 Mal. Und heute haben wir gesagt, wir machen das. Hier kommt nur Pommes drin, kommt keine andere Ware, nur Pommes. Meine Pommes ist Gluteinfrei, ja, okay. Das ist die Pommes und bei meiner Fritteuse kommt nur Pommes. Super. Keine einzige andere Produkte, also Schnitzel oder sowas, nur Pommes kommt rein. Nur Pommes, damit ist auch, dass dieses Fett auch immer fit, frisch bleibt, ne? Öl meine ich. Das ist mein Öl ist also sauber und nur Pommes. Nur Pommes. Also, nur Pommes, ja. Super. Dann schmeckt es auch viel besser, ne? Denke ich, ja. Ja, ne, klar, wenn du immer die ganzen Sachen da reinmachst in eine Fritteuse, das schmeckt dann nicht mehr so. Ja, genau, die Zutaten tun wir mal filmen. Zwiebeln, also frisch, alles frisch geschnitten. Oh, was ist da hinten rechts? Das ist Oregano. Oregano-Salz. Ah, okay, super. Alles schön frisch, lecker. Oh mein Gott, also wir kriegen schon Hunger. Hey, cool, also jetzt tun wir mal ein bisschen von hier filmen. Swayze, bist du auch auf das Video? Schon wieder nicht. Undercover. Du bist undercover. Hier ist die Speisekarte, meine Lieben. Ja, genau. Digi, weißt du, was wir vergessen haben? Gyros Pita mit alles? Gyros Pita bei mir mit allem, ja. Willst du deine Pommes aber in Gyros Pita rein? Ich weiß nicht, wie du das machst. Ja, so wie er das macht. Ich esse es heute so, wie er es uns serviert. Also der ist sich
Aber das ist ja das. Ich wollte gerade nicht reinsprechen, ja? Ja, ja, aber wir müssen ja. Du weißt nicht. Beende doch, also redest du. Nein, einfach weiterreden, Digi. Du musst doch natürlich bleiben, Digi. Ja, habe ich dir schon mal gesagt. Einfach so bleiben, wie wir sind. Okay? Wollte ich euch nur sagen, ich teste ein Gyros. Und guckt euch mal die Location an. Wie kann man in Bietigheim nicht essen wollen? Mal ganz ehrlich, guckt euch mal das an. Da, Mann, Bietigheim. I love Bietigheim. I love you. Also guckt euch mal die Portion an. Da kannst du nicht meckern. Der hat uns nochmal extra Tzatziki drauf gemacht. Natürlich ein bisschen Bonus eventuell, aber also sehr netter Mann, muss man sagen. Und ja. Vor allem, dass er jetzt von sich aus gesponsert hat. Auch noch. Obwohl wir zahlen wollten. Also wir wollten zweimal zahlen, er hat gesagt, beim nächsten Mal. Ja. Sehr, sehr netter Mann und vielen Dank nochmal dafür und ja. Also jetzt probiere ich mal das Fleisch mit ein bisschen Tzatziki. Mhm. Boah, Tzatziki, brutal. Fleisch auch. Selbst gemacht, ja. Okay. Boah. Das Brot schmeckt auch gut. Bei so Broten, die haben halt keinen Geschmack, ne? Das ist ganz neutrales Brot, oder? Du kannst jetzt nicht wie Dönerbrot vergleichen. Weißt du, was ich meine? Nee, bei Dönerbrot ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist auch. Das kannst du nicht so vergleichen. Wäre eine gute Frage dann, ja. Weil dieses Brot ist bisschen so, hat weniger Geschmack wie ein Dönerbrot. Weißt du, was ich meine? Aber es passt sehr gut zu dem Gyros. Jetzt komme ich zu den Zwiebeln. Von den Tomaten, gell, hat er auch irgendwie was gesagt. Also, von Griechenland, gell? Alles aus Griechenland. Alles wird aus Griechenland importiert. Bei dem Fleisch, glaube ich, wird aus Deutschland importiert. Oder hat er auch Griechenland gesagt? Ich glaube sogar bei dem Fleisch hat er. Fast alles aus Griechenland, ja. Fast alles aus Griechenland, ne? Und halt auch Eigenrezept, ja? Eigenrezept. Eigenrezept. Ja. Wie es halt meistens immer bei so einem Gyros ist. Oh, Zigaretten. No, sorry. Ja. Jetzt hast du rein gehabt. Doch. Auch von der Portion her. Von der Portion her optimal. Für den Preis zufrieden, gell? Für den Preis 6,50 Euro ist okay. Also so wie ein Döner kostet es. Entschuldigung. Aber was hier halt echt gut ist, es harmoniert alles zusammen. Weißt du, was ich meine, Digi? Also das Fleisch passt mit der Pommes. So geht's mir bei ihm auch die ganze Zeit. Ja, also und von Anfang an schon. Und das Brot, das muss man echt sagen, weil ich finde, bei den meisten Gyros ist immer ein bisschen dünneres Brot. Da ist es ein bisschen dicker, ne? Guck mal. Du weißt, was ich meine? Die Pita ist meistens dünner. Hier ist es dicker. Ja, bei einem dünneren Brot mit dem ganzen Belag wird es schon eingerissen. Und das ist dann wieder auch ein Ding. Ja, scheiße. Das. Bekomme ich den nach vorne gezoomt? Meistens der leckerste Teil vom Gyros, sorry, dass es jetzt so aussieht, aber ja. Wenn der Schluss nicht trocken schmeckt, dann ist alles richtig gemacht, finde ich. Du bist Gyros-Spezialist. Ich mittlerweile ja schon. Ich esse sehr gerne Gyros-Pita, ja. Du tust ja auch öfters draußen essen und deswegen kennst du dich da ein bisschen besser aus, muss ich ehrlich sagen, weil du weißt ja, ich bin jetzt nicht so oft draußen Esser. Ich habe jetzt damit angefangen, weil ich ja Filme drehe. Und ja, genau. Und nicht vergessen, ich mache alles fast mit dem Fahrrad immer. Ich versuche alles mit dem Fahrrad zu machen. Da mit dem Fahrrad hinfahren, dort mit dem Fahrrad hinfahren. Weißt du, was ich meine? Damit ich auch, wenn ich jetzt irgendwann was testen gehe, damit ich auch ein bisschen Kalorien verbrauche. Weißt du, was ich meine, Niki?
auch an meine Community. Nicht immer mit Auto fahren. Gerade als Sportler ist wichtig, sowas Ding beizubehalten. Genau, ab und zu auch mal das Fahrrad benutzen. Jetzt gerade bei dem Wetter einfach ein Fahrrad. Und ich habe ein ganz normales, stinknormales Fahrrad, kein E-Bike. Ganz normal, 21 Gang und eBay Kleinanzeigen geholt für 30 Euro. Ja, mal schnell gepackt, ganz Alter. Komplett neu. Bei dem Fleisch, Digi, muss ich schon sagen, es riecht nicht. Digi, das Fleisch riecht nicht. Weißt du, was ja, ich meine? Wie meinst du das jetzt verbrannt oder weil es auf dem Grill? Bei dem meisten Fleisch, es riecht immer so nach. Du weißt, kennst du dieses Fleischgeruch so? Wenn du, also okay, du, okay. Und bei dem muss ich sagen, es riecht gar nicht. Ja, und das ist für dich jetzt ein Pluspunkt? Das ist für mich ein Pluspunkt. Okay. Gerade weil wir jetzt bei Christus hingehen, da finde ich jetzt, wenn ich da was esse, manchmal riecht das Fleisch. Dieses, also dieses zu grillige, so dieses Ding. Dieses Grill, wie soll ich dir das sagen? Ja, dieser zu arge Grillgeruch. Ja. Auf dem Ding dann. Einfach dieser Fleischgeruch, Digi. Ich will einen Grillgeruch, genau, auf das wollte ich hin. Ich will immer einen Grillgeruch haben und keinen Fleischgeruch. Verstehst du das, Digi? Okay, ja, schon. Und bei ihm, bei dem muss ich sagen, super Fleisch. Doch. Ja, bis jetzt alles top eigentlich, gell? Einzigster Kritikpunkt jetzt bei mir, muss ich echt sagen, wieder Tomate. Tomate und Zwiebel. Einzigster Kritikpunkt, weil die Tomate ist mir wieder ein bisschen zu wässrig. Ich bin bei sowas detailliert. Und die Zwiebel, nicht so viel Geschmack. Einzigster Kritikpunkt, sonst alles top, Alter. Vielleicht hat auch zu wenig, das ist mir auch ein bisschen manchmal aufgefallen. Wo ich bestellt habe. Manchmal war für mich manchmal zu wenig Soße drin. Bei dir war es schön ausgefüllt, weißt du, ich meine? Mit dem Tzatziki. Ja. Bei mir war ich manchmal auch schon ein bisschen weniger und ja. Ich habe schon meine Bewertung im Kopf. Ja, bis jetzt war es auch alles nur positiv. Also ich war jetzt auch überrascht, dass so Ding, ja. Den Gyros Peter gut essen konntest, also ja. Perfekto. Hallo meine Lieben, jetzt bin ich wieder zurück. Hab den Gyros gegessen und gehe jetzt auf meine Bewertung ein. Ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, also die Pita war top. Das Fleisch war echt gut, muss ich echt sagen. Vom Geruch her, von der Röstung her und war echt alles. Hat alles gut harmoniert. Was einzige Kritikpunkt war die Tomate und die Zwiebel. Da war ein bisschen wenig Geschmack, finde ich. Und die Tomate war ein bisschen wässrig. Und ja, die Tzatziki war auch sehr gut. Echt, die Tzatziki hat sehr schönen cremigen Geschmack gehabt. Und genau, jetzt auf meine Wertung zurückzugehen. Ich gebe dem Gyros eine 8,8. Eine 8,8 ist richtig stabil. Das ist ja, ihr wisst ja, 10 ist das meiste und eine 8,8 für meinen ersten Gyros ist auf jeden Fall, ich bin positiv beeindruckt. Danke nochmal, Spacey, für deinen Tipp. War super. Also, Elias, willkommen zu deiner Bewertung. War alles super, mir hat es echt sehr gut geschmeckt. Fleisch hat nicht gerochen, das Brot war gut, dick und hat auch, man merkt, das hat einen Unterschied zu den anderen Gyros. Die Tzatziki, optimal, cremig, schöner Geschmack. Nur die Tomate war mir ein bisschen wässrig, das war das Einzige und die Zwiebel ein bisschen mehr Geschmack. Deswegen von 10 Punkten, was wir haben können, von 0 bis 10, hast du eine 8,8. 8,8 ist eine 1 bis 2 sozusagen, 1,5, 1. Also von der ersten, wir sind wie gesagt, das war von Patrick Swayze, sein Tipp und ich bin also positiv überrascht, würde ich sagen. Auf jeden Fall, nee, wollte ich nochmal echt Danke sagen, auch für das ganze Service und so und dass du uns auch filmen lassen hast. Elias, wir sagen nur so Tschüss, vielen Dank nochmal. Ciao, gute Geschäfte.